So, und da sind wir wieder. Guten Tag. Sons of the Forest, diesmal nicht im Stream, weil die Qualität da irgendwie scheiße aussieht dann. Und das ist nicht so toll für Thumbnails. Ich meine, das hast du Das. jetzt immer noch, aber ich habe die Quali dann hier wesentlich höher. Ja. Glaube, das hier brauchen wir auch nicht mehr. Hä? Weiß. Seit wann geht das denn? Seit wann geht was? Dass man Bäume als Stützpfeiler benutzen kann für Holz. Schon immer. Wett. Ja, habe ich auch schon gemacht. Bringt nichts. Was meinst du, bringt nichts? Ja, bringt halt nichts. Was willst du damit? Stützholz. Stützholz. Hässlich wie die Nacht. Stützholz. Hässlich wie die Nacht. Wie viel wollen wir denn heute aufnehmen? Keine Ahnung. Drei Folgen, vier Folgen. Ich bin vor 3 Stunden aufgestanden. Je mehr wir aufnehmen, desto weniger müssen wir nachher spielen. Krass. Jetzt hört sich nach Arbeit an. Ja, du hast, warum hast du eigentlich, war das gestern oder vorgestern, keine Ahnung, deinem Bruder geschrieben, ich bin von der Arbeit zurück, ich muss arbeiten. Und hast du nicht gearbeitet? Ich doch. Hä, du hast gespielt mit mir. Ja, ist doch Arbeit. Nee. Also mit dir zu spielen ist Arbeit, das sage ich dir. Es ist so wie wenn Kindergärtner auf Kindergartenkinder aufpassen. Bist du ein Shitty-Wickel? Ein Shitty-Bicko. Hey, das sind 1000 Leute. Oh. Ja, bei unserem Fire Watch. Das Firewatch Haus. Warum hat der gerade gesungen? So eine Band, die Chor. Können die? Hast du das noch nie gehabt? Nee. Bei mir schon öfter gemacht. Hat nicht gedrückt gehalten. Was hast du nicht gedrückt gehalten? Ich hätte erst den Kochtopf füllen müssen. Ist Kochtopf. Ist ein Kochtopf. Musst du noch was an dem Haus dann ändern? Du musst ja, glaube ich, da unten das Zeug wegmachen, ne? Doch. Danach könntest du mir dann helfen, hier, indem wir hier weiterbauen. Wie wäre es, wenn wir das jetzt wieder so machen, wie wir es eigentlich im ersten Teil gemacht haben, dass wir halt immer so einen Weg da halt lang führen und dann irgendwann machen wir da dann immer eine Base irgendwo hin. Dann haben wir da immer was zu tun und dann haben wir auch sichere Orte, wo wir hingehen können. Das kurz holst, wenn wir jemals in Gefahr. Für jemanden, denen das egal ist, wenn man stirbt, ist das vielleicht so. Du bist schon öfter gestorben als ich. Hier. Du tust nur so, als wenn du nicht gestorben wärst. Du wärst halt schon öfter gestorben. Ich bin auch immer wieder mal gestorben, aber du öfter, weil immer, wenn wir eine Aufnahme aufhören, bringe ich dich um. Ja, aber das ist nie passiert. Doch. Das ist ja nicht gespeichert. Doch. In Nee. meinem Hirn. Ja, das heißt ja nichts. Was habe ich kein Hirn? Ich habe da so eine Theorie. Hä? Was? Was für eine Theorie hast du? Greg. Krieg? Ach, Greg. Ach so, Druck. Tagebuch. Glaubst du, das ist wegen Grog? Hast du gerade einen Disconnect? Nö. Ich hab dich gerade. Warum sagt es dann?
Warum sagt es dann Host not responding? Ich mache Essen. Was? Ich mache Essen. Gut. Glaubst du, das heißt Dreck wegen Druck? Ist? Warum? Hier wurde gerade was geschrieben. Erinnerte mich gleich daran, dass ich dir Bargeld da lasse. Wenn ich weiß, wenn du kommst, ja. Ich gehe gleich einfach so mitten in der Aufnahme nach draußen, weil meine Mutter da ist und sagt dann einfach, lass mir Bargeld da. Gut. Du hast disconnected. Du hast ein Disconnect. Ich bin rausgegangen, weil der die Message Host is not responding. Ich check den. Also ich habe hier gutes Internet. Fetter Lag. Fetter Lag. Fetter Lag. Warum stehst du da dann immer noch? Weil mein Spiel gerade gecrashed ist. Ich glaube, dann liegt das vielleicht nicht am Internet. Mhm. Weißt du, was ich auch gut finde? Ich. An den Gegnern? Mich. Wenn du den Arme und Beine und sonst alles abschlägst, haben die immer noch Arme und Beine. Jedenfalls die Muddies. Ich glaube, das haben die einfach übersehen. So, ich muss noch irgendwie dran arbeiten, diesen Hall rauszukriegen. Ich weiß nicht wie. Ich höre keinen Hall. Ja, du hörst keinen, weil du nicht diesen Dezibel-Erhöhung-Dingens hast. Aber ich muss den halt reinmachen, damit ich so ungefähr so laut bin, wie ich sonst bin. Meine Videos sind ja sowieso schon leise. Leute müssen da den Regler schon höher stellen, als er sein soll. Eigentlich will man den immer so ein Drittel haben. Das muss dann die normale Lautstärke sein, wo man vernünftig hören kann. Schrei doch einfach lauter. Nö, dann übersteuere ich. Nicht, wenn du weggehst vom Mikro. Ich kann das Mikro auch weiter nach hinten tun, aber jetzt gerade habe ich es direkt hinter meiner Tastatur. Warum kann ich nicht beitreten? Weil du hier noch drin bist. Gut, dann kickt mich irgendwie. Ich kann dich hier gar nicht kicken, sondern nur bannen. Warum wartest du eigentlich immer auf mich, dass ich in den Raum gehe, bevor du startest? Kann ich zu einem Admin machen. Oder zu einem Gast, dann kann ich dich rauswerfen. Gut. So, jetzt bist du raus. Okay. Soll ich dich zu einem Admin machen? Das, okay. Keine Ahnung, was das bringen soll. Mach. Nö. Warum nicht? Ich teile meine Macht nicht. Keine Ahnung, was das macht. Aber ich teile meine Macht nicht. Ist. Urobidobidi. Urobodidi. Mach ruhig zum Abend. Junge. Hat dir das was gebracht? Ja, ich habe ein Achievement bekommen. Okay, was? Trusted. Beschreibung. Become an Admin in a Multiplayer Game. Wow, das werde ich nie kriegen. Ja, hast du... Sind wir mal ehrlich. Glaubst du? Nee, ich glaube nicht. Siehst du? Alle wollen meinem Spiel beitreten, nicht andersrum.
Außer bei Warframe, da trittst du in meinem Spiel bei. Da will ich nicht meine Dinge zu umändern. Warum nicht? Kein Bock, dass mir Leute nachtrollen. Da könnt ihr nicht, wenn du auf Invert stehst. So, wir machen wieder 25, ne? Ja. Ich muss gleich mal gucken, was ich mir zu essen mache. Da kannst du ja mitmachen. Ja. Nachdem wir hier mit der Session fertig sind. Hackfleisch, Hackfleisch mit Gemüse drauf. Hab ich nicht. Ravioli, ich hatte Ravioli. Geschnetzeltes. Und Spaghetti. Ich hab Spaghetti, ja. Mit Ravioli drauf. Spaghetti mit Geschnetzeltem, willst du das? Keine Ahnung, habe ich gestern gegessen. Ich hab Durchfall bekommen. Gestern? Vorgestern war das, glaube ich. Ich meine, ich könnte die Spaghetti machen, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Geschnetzeltes machen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich denke mal, ich kann es einfach in die Mikrowelle stellen. Gut. So machst du. What the fuck, wie machst du Spaghetti-Soße? Hä? Ich habe nicht geredet davon, dass das die Soße sein wird. Das ist einfach nur Fleisch dabei. What the fuck? Krank. Meinst du, ich habe eine Ahnung, wie man Fleisch macht? Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Gut. Wann soll ich das denn gemacht haben? Irgendwo zu Hause? Nein. Ich kann das, seit ich hier diese 6, 7 bin. Das hat mir doch kein Mensch beigebracht. Vielleicht 5 sogar. Ich hab's mir auch selbst beigebracht. Ich hab letztens erst zum zweiten Mal in meinem Leben Tortellini gemacht. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt richtig kann. Ich weiß nur, Wasser in so einen Topf rein, dann machst du da ein bisschen viel Salz rein und dann lässt es da für 10 Minuten dann drin und dann bist fertig. Du kannst halt nicht kochen, ne? Ja doch, ich kann Eier machen. Wow, das kann jeder aus der Lasi. Omo-Reis. Wow, das kann jeder aus der Lasi. Du kannst kein Omo-Reis, das sage ich dir jetzt schon. Warum soll ich das nicht können? Hast du es mal gemacht? Nee, aber es soll ja ganz schwer sein. Ja, versuch das mal. Versuch das mal ganz zu halten. Kannst du das? Wahrscheinlich, ja. Denke nicht. Hab oft genug mit Eiern gearbeitet. Das ist das Schwierigste beim Omo-Reis, dass das nicht direkt zerreißt, wenn du es da einmal drum tust. Da wirst du scheitern. Das passiert. Jetzt wirklich. Sagst du jetzt, aber du hast es noch nie gemacht. Ich habe mir aber schon mal ein mit Speck gefülltes Omelette gemacht. Sag doch, dass du Omo-Reis gemacht hast. Es ist kein Omo-Reis, es ist kein Reis, es ist Omo-Speck. Omo-Reis ist einfach nur Omelette um Reis mit irgendwas anderem drumrum. Ja. Da kannst du alles rein tun. Ich habe Speck gemacht. Das ist eine Calzone, aber mit Omelette. Silvester Omelett. Da wirst du dran scheitern. Da wirst du dran scheitern. Sag ich dir jetzt. Nämlich beim Wort. Ich muss wohl wieder Yakitori machen. Hört sich das jedes Mal an, als wenn da jemand mit einem komischen Speer hochspringt. Ja! Und dann irgendwen damit ersticht. Yakitori? Ja.
freut sich irgend so ein Kind drüber und dann ersticht das wen. What the fuck hast du für phonetisches Hören? Oder das ist irgendwie so ein Spiel mit kleinen Stäbchen. Ja, ja, die Tode voll rausgezogen. Das ist Affenalarm. Gut. Direkt gleichzeitig gesagt. Ja, ja. Mikado, voll verrückt. Affenhaus. Los. Aus. Ich glaube nicht, lass den Affen. Warum ist das überhaupt so ein komisches Sprichwort? Glaub mich, tritt ein Pferd. Funzt es danach? Ist es nicht. Ich hätte es ja fast gemacht. Was willst du mit toten Kanälen, von denen heutige Kinder keine Ahnung haben, was das ist, weil die 2 Jahre zu spät mit YouTube angefangen haben oder so? Was, sowas wie Zombie-Zock? Ja. Oder Zombo? Ja. Oder... Oder Ruby? Selbst-LP? Ja gut. Da willst du jetzt vielleicht auch nicht drüber wissen. Ja. Fucking Nazi. Ich muss mir wirklich Gedanken drüber machen, was ich heute essen will. Ich will nicht schon wieder eine Pizza essen. Wieso, weil du dich immer beschwerst, wenn ich eine Pizza esse, obwohl ich das bei weitem nicht so oft tue, wie du meinst, dass ich es tue? Du tust es öfter als ich und auch nacheinander halt auch. Und? Das ist gut. Ganz kurz, als wäre Pizza was... Dings. Ungesündeste der Welt. Ich esse auch verschiedene Pizzen und nicht immer die gleiche. Also ich hatte letztens eine Pizza mit Salami und Fleischbällchen drauf. Weil die müssen noch weg. Die Bällchen oder das Fleisch? Die Bällchen, die das Fleisch sind. Ah. Salami kriege ich so oder so weg, gehört zu meinem Frühstück. Gut. Ich mache jetzt gerade auch immer, dass ich nur noch Salami halt mitnehme auf Arbeit. Damit ich das nicht direkt so schnell weg habe. Und mache mir dann anderen Aufstrich halt drauf, wenn ich zu Hause bin. Fleischsalat hatte ich jetzt letztens leer gemacht. Fleischsahne. Fleischsalat. Salat lecker. Warum magst du Salat? Ich mag Salat nicht. Warum sagst du dann Salat? I like him. Salam alaikum. Salat, I like him. Jetzt kommt irgend so ein komischer Typ, der nicht weiß, wer wir sind und meint dann, ah, da wurde aber jetzt dat gesagt. Salam ist Salam alaikum was Schlimmes. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ich hab gerade gemeint, dass da jemand denkt, ich hätte das missverstanden, obwohl ich das genau verstanden habe und einfach nur gesagt habe, ja, das hört sich an, als würdest du sagen, Salat, I like him. Gut. N aus Pokémon. Hm? Warum? Egg. Break the Fire Guy? Hast du da schon wieder stehen, mit Host is not responding? Nö. Warum sagst du dann warum?
Weil hier gerade aus irgendeinem Grund eine Treppe explodiert ist, obwohl ich da nichts gemacht habe. Lässt sich das reparieren? Ja. Hast du angestellt, dass das kaputt gehen kann? Nee. Sicher? Ja. Weil du bist jetzt atmen? Ja, bei mir hab ich's aus. Aber das Komische war, dass irgendwas kaputt gegangen ist, nachdem ich komplett woanders was weggetan habe. Und jetzt macht es keinen Unterschied, ob das da ist oder nicht. Das steht jetzt trotzdem wieder. Ich nicht. Feeling a little peculiar. Ich hatte gerade kurz bevor du angerufen hast, mal wieder Motivation, was zu zeichnen, gerade an einem alten Projekt weiterzumachen. Und dann habe ich mir gedacht, nö, jetzt bist du da, jetzt mache ich das dann doch nicht. Ich muss auch mal wieder was zeichnen. Ich habe da halt unzählige alte Projekte, wo ich dann immer hin und her switche. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann hast du eigentlich immer irgendwo was, wo du dann dir so denkst, da könnte ich mal weitermachen. What's going on? Das kannst du natürlich nur machen, wenn du nicht irgendwie so eine Person bist, die Commissions macht. Ich hasse Commissions. Warum? Ich hasse es einfach, diesen Gedanken daran zu haben, ich muss das jetzt machen. Das will ich halt also, einfach nicht haben beim Zeichnen oder beim Schreiben. Also von dem her meinst du, ich dachte, du meinst Commissions halt als komplettes Konzept. Es ruiniert dir halt auch einfach deine Motivation für das Ganze, weil du machst es ja nicht, weil du es willst. Du machst es einfach, weil du Geld brauchst dafür. Willkommen zur Berufskunst. Willkommen zum Arbeitsleben generell und ganz ehrlich, ich kenne keinen, der sich so denkt, ja, ich mache meinen Job, weil er mir Spaß macht. Also es gibt locker Leute, die sagen, ja, der Job macht mir Spaß, aber die machen das nicht, weil es den Spaß macht. Wie hieß er? Der den American Psycho spielt. Christian Bale? Ja. Oder Keanu Reeves. Die machen das auch Spaß. Oder Arnold Schwarzenegger. Der hatte schon sehr viel Geld, bevor der Filme gemacht hat. Also ich... Hat... Ja, du? Hatte auch schon sehr viel Geld, bevor ich irgendwas gemacht habe, also. Gut. Von daher. Aber ich meine halt. Was will ich mit Geld? Ich kaufe mir dann mehr Nudeln. Geld regiert die Welt leider. Ja, schön für dich. Nee, ist nicht schön für mich, ist scheiße. Lebt doch in meiner eigenen Welt, ich muss mich damit nicht rum. Sagen die Leute zumindest. Fick die Leute. Muss ich gerade dran denken, heißen die Kanji, die für das japanische Wort für Tissus benutzt werden, nicht einfach wirklich straight up Eigenwelt und Krankheit? Wahrscheinlich. Oder irgendwie sowas, oder habe ich da gerade eine falsche Erinnerung? Na gut, aber die Psychologie liegt ja aber sowieso ein bisschen weit hinten. Ja, die brennen ja sowas auch einfach nieder. So Einrichtungen für sowas.
Da kommt dann einfach irgend so ein random Typ an, der da meint, ah, ihr seid nicht lebenswert, sterbt. Ich meine, dasselbe machen die Eltern von Kindern bei uns, ja, ne? Und werden dann trotzdem noch in irgendwelche hochrangigen Positionen halt reingebracht. Ja. Wie die Frau in Frankreich, die einfach ihr Kind ertränkt hat und dann wurde gemeint, ja, die wäre doch gut hier für den, den Autismusvorstand. Gut, what the fuck? Haben die gemacht. Warum hat die ein Kind ertränkt? Weil ich das bin... autistisch war. Gut, what the fuck? Ja. What the fuck, Spiel? Schon wieder was explodiert. Ja, diesmal die Hälfte vom oberen Haus. Ja, toll. Ich kann das aus. Hast du das an? Ich hab's eigentlich ausgemacht. Wurde es wieder angestellt? Nö, ich hab's aus. Gut. Dann weiß ich ja, was ich jetzt tun muss. Einfach das unten runterlassen? Nee, das war ja schon lang weg. Hab da was anderes gemacht. A little peculiar. Ich meine, du kannst da sicherlich Stützteile unten drunter tun. Keine Ahnung, wie lange ist die Folge? 26 Minuten. Ja. Dann? Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.